Grüß Gott zusammen. Ich bin ein bisschen zu spät dran, weil ich mich total in News verlesen habe. Ich habe irgendwie gerade noch auf die Uhr geguckt, da war es 18.40 Uhr und dann scroll ich so ein bisschen durch die Twitter-Timeline und bam, 19.02 Uhr plötzlich. Und ich so, what? Aber ich habe gerade die Spiele für den Game Pass nächsten Monat gesehen. Und da kommt unter anderem Yes, Your Grace und Super Hot Mind Control. Und das finde ich cool, weil die beiden Spiele wollte ich schon fast mal kaufen, habe es aber nicht gemacht. Und jetzt freue ich mich. Yes. Heute nur, ich so Tage kenne ich auch, kaum geschlafen und den ganzen Tag Kopfweh hatte ich jetzt auch in letzter Zeit öfter. Das ist furchtbar. Hoffentlich kannst du heute dann besser schlafen und dann sind hoffentlich die Kopfschmerzen morgen weg. Hoffentlich nur schlafentzugsbedingt. So, es ist nicht schön. Es gab jetzt ein Switch-Update. Jetzt ist hier unten Nintendo Switch Online-Symbol. Das irgendwie nicht wirklich einen Sinn macht. Aber okay. So, starten wir heute mit No More Heroes 2. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich habe das mal gespielt. Nie durchgespielt, leider. Ich hatte es mir nur geliehen und bin nicht fertig geworden. Und kann mich an fast nichts mehr erinnern. Und das ist immer das Beste. Aber ich habe ein positives Gefühl verbinde ich damit. Und da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe den ersten gern nochmal gespielt. Aber auf den zweiten freue ich mich jetzt schon wirklich. Moment mal. Doch, stimmt schon. Ich war mir nicht sicher, ob ich den richtigen Namen eingegeben habe beim Spiel. Aber passt schon. Okay. Ja, genau. Marvelous. Engine. Once a godforsaken city where the bodies of angels littered the streets, much has changed in Santa Destroy. Giant corporations, rampant city development, the assassin's underworld has become a commodity, a chance for profit and entertainment for the masses. But shadows from the wilder days still linger. Travis, a man who slashed his way to the top, then walked away, has become an urban legend many even doubt was real. Here, the strong devour the weak. The weak kneel before the strong. And those who wield true power watch and count their gold. And in this mass-produced savagery, one truth is constant. With each shattered life, the same vow is uttered. I will have revenge. And no assassin can ever walk away from that. He must draw his beam and stand against the madness. This is Travis Touchdown's desperate struggle. Hold it, you violence-loving bastards! Before you start your desperate struggling, you should drop a nice save. Nice. Der Soundtrack ist jetzt schon ziemlich gut, auf jeden Fall. Kann man jetzt schon sagen. Er erinnert mich von der Story her ein bisschen an Mad World. Oder, wie hieß das damals? Hallo, Abraxe. Wie hieß denn das Super Nintendo-Spiel? Das auch so Game Show, wo sich alle umbringen war. Ich glaube, das ist wieder indiziert in Deutschland gewesen, bestimmt. TV Zone. Es ist echt so ähnlich, oder? Was? Gafx? Hä? Hä? Ah, komm schon, Spiel. Muss ich jetzt wieder alles überspringen hier. Das ging aber schnell, oder? Der Titelscreen hier hält keine Minute, glaube ich. Deswegen starten wir lieber schnell.
bevor es wieder von vorne losgeht. Guten Tag, hallo. Oh Gott, Leute. Kann ich auf Pause drücken? Nee, kann ich nicht, aber ist egal. Ich muss ja noch, ich hab's ganz schon wieder vergessen. Neuer Monat, neuer Spenden-Button. Ah gut, können wir hier schnell. Oh, ich bin echt, ich könnte mich ärgern über mich selbst manchmal. Sodala, Titel. Gut, dass es mir jetzt noch auffällt. Dezember, es schneit voll draußen. Verrückt, oder? Abraxe, dankeschön fürs Abonnieren. Seit 5 Monaten. Echt erst? Dachte, das ist schon länger. Aber das ist immer schwer einzuschätzen. Vielen Dank auf jeden Fall. So, jetzt muss ich noch mal kurz, jetzt muss ich wieder kurz rechnen. Ah. Ah. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Ich muss immer umrechnen in Euro, das ist immer nervig. So, da haben wir Patreon. Dann muss ich ganz kurz gucken. Wegen Twitch. Und dann kann es losgehen. Aha. Ah, ich hasse es. So. Datum. 12. So. Okay, jetzt aber. Tada! Na also. Okay, jetzt können wir loslegen. Ich mach mal... Was mach ich denn? Ich mach mal Sweet, damit wir flüssig durchkommen. I'll never forget that night. For the first time in 120 years, snow fell on Santa Destroy. Und bei uns hat's auch geschneit. Was für ein Zufall. Another change, both beautiful and deadly, was coming. Ein Trommelmagazin, Trommelmagazin. Das ist schon nicht schlecht. Muss man schon sagen, das hat was. It's called fashionably late fuckface. Travis Touchdown. This place bring back any memories? It's only where my last killing spree started. All those screwed up ranking fights. Now why would I remember that? It'll be your blood this time, when I avenge my brother! Draw! Brother? Who? Don't you remember the man you fought here? No. Can't say I do. Guess he didn't make an impression. Must have been crazy weak. You insensitive prick! You killed him and you don't even remember! You know how humiliating that is? So, hi, Mr. Skyline. Hallo. Wie geht's? I don't keep a death diary. And in case you're wondering, I'm even stronger now. You will lose. You've got no chance of winning this. You're something else. I haven't been so worked up in ages. When you see your bro in hell, tell him he's still a douche. Brace yourself. Okay, X hauch.
Y unten. Strike Attack. Ach so. Das mache ich schon. Es ist im Grunde wie ein Vorgänger. Nur schneller irgendwie. Viel schneller irgendwie. Viel agiler. Das mag ich gar nicht. Okay. Hold down. Oh, entweder oder. Okay. Jetzt lass mich doch mal. Y und B, während man rennt. Oh Gott. Y und B während des Rennens. Ah, so viel. Recover from knockdown button messing. Okay, gut. Man echt, das ist ja furchtbar hier. Das ist echt ein bisschen komisch, dass man nichts machen kann. Aber der Tiger, der Pixel-Tiger, sieht im Detail schon viel cooler aus als im Vorgänger. Drück A oder B in der Nähe eines gelähmten Gegners für einen Wrestling-Move. A oder B. Okay. That de-escalated quickly. Ist das ein Spiegel? Sind wir ein Vampir? Offensichtlich. Hallo? What would you like me to do? So, it's you again. I know, because you never say a word. It reminds me of the ocean. Your calm breaths. Like the faint sound of waves. You know, I used to love the beach. So what should I tell you this time? Oh, it was snowing today. It's strange what triggers our memories. I'll never forget. That night, for the first time in 120 years, snow fell on Santa Destroy. It was a sign. Another change, both beautiful and deadly, was coming. Glüht die Zigarette grün oder ist das meine Brille? Nee, glüht wirklich grün. Ich habe auch das Gefühl, dass heute zum ersten Mal seit 150 Jahren wieder Schnee fällt im Dezember. Wie war das gleich nochmal? Dammit. Mist. Ich würde gern die Kiste öffnen. Und noch eine Kiste. Oh mein Gott, ich habe voll die Schatzkammer gefunden hier anscheinend. Es ist aber nur Heilung und Batterien drin. Schade. Ich dachte, coole Collectibles oder Outfits oder was weiß ich was. Bring
Drama Queen. Das finde ich schon lustig. In Köln leider nur nasser, kalter Regen. Das hätte ich hier eigentlich auch erwartet, aber cool. Okay, magnifique. It has been a while, Travis. So, you finally resumed work as an assassin. And still a hygiene-impaired slob, I see. Is that it? You gotta be kidding. I haven't seen you in 3 years, and that's the welcome I get? How about you fill us in on everything that's happened since the last game? We're not gonna be satisfied until you do, right? Oh, give me a break. There are people starting from this sequel who don't care about continuity, you know? Besides, it would take forever if I recapped every detail of your fall from greatness. Players would skip it. It's so boring. Well, I guess you got a point there. Sometimes you have to look at things from different angles. Now, may I? This man was the 51st ranked assassin. Die Boob-Wackelphysik, mein Gott, ey. That officially makes you 51st. And that means you are qualified to fight in the ranking battles again. So, how about it? If you're a real man, you'll do anything to climb back on top. Because trust me, the view is still very satisfying. Das stimmt, Doofkopf. Leider. I have to start from rank 51 this time. More competition. The last game's success made assassination trendy. Yeah, but I already fought my way to number one before. Shouldn't I get a special fast track to the title fight? No, but you will get a special prize. Shut up. You can't bribe me this time. I've already tasted those goods. But just a taste. This time, you'll get the 5-course meal. 5-course? Mm. Wait, I don't get what that means. Did you know I am a yoga master? Hmm? You don't say. Are you familiar with any yoga positions? Like, downward dog? The dog can do all sorts of things. So can the cobra, the rabbit. Cobra? Rabbit? Like, together? Oh, hold on. Oh, yeah! I'm in it to win, baby. Number one, here I come! Es ist einfach noch so viel weirder als der erste Teil. I've got a message for you. Oh my, he's still alive. Pain in my ass. Why aren't you dead yet? Such blind arrogance. Like the naked emperor. Seriously? I cut off your head? Travis! You are the loser. This fight was only part of our plan. Our plan? I said I'd avenge you killing my brother, didn't I? Well, who's been a brother to you? What? Travis. Don't think you can kill without suffering consequences. To kill someone is not simply to end their life. One must risk their entire being in order to destroy another's. Up until now, you've had it easy. I've taken the curse you gave me, the shackles of revenge, and I'm throwing them back on you. Now it's your turn to be burdened with another's death. It has destroyed me, and it will destroy you, too! This is the ultimate vengeance! Ich finde diesen bescheuerten Over-the-Top-Stil aber schon echt witzig und cool.
Shamase. I was just, doing inventory. Help you find something? Nah. We're just here to collect. Travis. Unser Lieblingsvideothekbesitzer. Was? Desperate Struggle. Der Untertitel des Spiels. So, Cloud hätten wir schon mal. Ich meine natürlich, not Cloud. Biau! Erstmal speichern. Rang 51. Na dann, haben wir was zu tun. Er hat auch einen Gürtel abgegradet, wie man sieht. Das ist immer gut für einen Anime-Helden. Je mehr Gürtel, desto mehr Macht. Vor allem, wenn man Gürtel am Gürtel vom Gürtel am Gürtel hat. Das ist besonders gut. Das stimmt. An die kann ich mich auch noch erinnern. Die Final Fantasy X Magierin mit dem Gürtelkleid. Where are you? I don't care who the fuck it is. Just give me someone to fight. You sound passionate. What's gotten into you? Someone killed Bishop. I understand. Wait for me at Burger Suplex. Burger Suplex, na gut. So, es ist wirklich genau wie im ersten Teil hier alles. Nur, dass erstens alles viel schneller ist und noch komischer aussieht. Und zweitens ist das kleine Kätzchen Jean zu einer riesigen fetten Katze geworden. Und das finde ich super. Jean is getting way too fat. Try to get her to lose some weight. Diet will put her in a foul mood. Also, sie muss ein bisschen abnehmen, aber bei Diäten ist sie immer so schlecht gelaunt. Und dann ist die Diät nicht so effektiv. Hey, Chili, danke fürs Hosten und hallo. Deswegen muss man ihr ab und zu trotzdem Snacks geben. Na gut. Aber nicht immer das Gleiche. Ja, keine Ahnung. Spielen wir einfach mal mit ihr. That was close. Okay, 1-0 für sie. Muss ich da irgendwas machen, damit sie das nicht kriegt? Wahrscheinlich nicht, oder? Das stimmt. Das stimme ich dir zu. That's gotta do it.
Ah, sie hat 0,45 Pfund verloren. Ich verstehe. Durch das Spielen. Wie bewege ich denn das? Ach so. Aha. So mache ich das also. Zählt der letzte Sprung noch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Schade. So, ich glaube, jetzt hat sie aber Hunger, oder? Stretch, was ist denn das? Ist das jetzt Training für mich oder für die Katze? Oh. Das ist aber schon eine Riesenkatze. Ach oh Gott, ey. Das kenne ich noch vom Hanteltraining aus dem letzten Teil. Habe ich immer noch Muskelkater im Arm. Oh Gott. Oh. Doch, die Katze hat anscheinend Gewicht verloren dadurch. Okay, gut. Das ist gar keine schlechte Idee, Sally. Das machen wir auch. Vielleicht nehmen wir beide dann ab. Sport für uns beide. There, there. Okay. So krault man eine Katze. Okay. Nicht schlecht. Zudala, ich verstehe die Anzeige oben nicht, aber ich glaube, die Laune ist nicht mehr sehr gut jetzt. Deswegen gibt es jetzt Premium. Habe ich so viel Geld? Ich habe gar kein Geld. Ich muss dringend Geld verdienen. Schnell. So schnell es geht, brauche ich $10. Die Katze hat sich einen Snack verdient, verdammt nochmal. Was können wir hier machen? Weekly Backdrops 01. Suplex Special Issue. Da lerne ich vielleicht neue Moves oder so. Und Weekly Backdrops 2. Belly to Back. Genau, das sind anscheinend verschiedene Ausgaben über verschiedene Wrestling-Moves. Jedes Heft zu einem neuen Move. Oh-oh, was ist denn das? Papiertücher. Video Game. BS5 Game. Okay. Bizarre Cherry. Was? Schauen wir mal, was das ist. Cranberry, Nutberry, Strawberry und wie sie alle heißen. Ich finde es immer schön, wenn Spiele in Spielen sind. Man kann nie genug Spiele haben. Und wenn Spiele in Spielen sind, dann hat man mehr Spiele pro Spiel. Und das ist immer gut. Ich habe bei Yakuza Like a Dragon erst wieder gemerkt, wie toll es ist, wenn man genug andere Spiele in seinem Spiel hat. Weil dann wird es nie langweilig. Selbst wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt auf das Kernspiel keinen Bock mehr, dann geht man halt bei Yakuza in die Spielhalle und spielt da mal schnell ein bisschen Virtua Fighter 5. Oder Poker oder ähnliches. Insofern sind die Spiele in Spielen meistens was Gutes, außer wenn sie schlecht und nervig sind und man sie machen muss. Dann nicht unbedingt. Gwent, Gwent, bestes Beispiel. Gwent ist besser als Witcher 3. Ob das jetzt besser ist als No More Heroes 2, weiß ich nicht. Aber wir spielen das jetzt, bis ich tot bin. Kein Zurück. No Surrender. Wartet. Huh? Okay, wartet. Ich hoffe, ich kann Pause drücken. Nein, ich kann nicht Pause drücken. Hat es kurz Zeit? So eine Viertelstunde oder so. Ich weiß nicht, wie lang. Die Merlin bräuchte mich nämlich gerade. Aber man kann hier nicht pausieren.
Es ist dringend, weil dann sterbe ich einfach. Na gut, okay. Dann versuche ich mein Bestes. Hier durchzuhalten. Geht das jetzt immer so weiter? Ich meine, wir kriegen voll viel Punkte. Was bestimmt gut ist, aber ob die Figuren verschiedene Attacken haben, weil es gibt gar keine Power-Ups in dem Spiel anscheinend. Ich habe schon langsam das Gefühl, dass auch nicht recht, dass das langweilig ist. Aber jetzt ist Bosszeit. Oh oh. Eine Blume. Die schlimmste aller Kreaturen. Mit einem coolen Remix aus No More Heroes 1 Soundtrack. Sehr schön. Hui, jetzt wird's aber hier ein bisschen bullet-hellig. Nicht wirklich, aber die Figur ist so langsam, dass es sich bullet-hellig anfühlt. Ich glaube, wenn ich einfach immer so ein bisschen nach vorne, nach hinten gehe. Oh oh, Strategiewechsel. Wow. Okay, einfach immer ein bisschen links, rechts. Das hat ziemlich einfache Muster. Oh oh, ich habe mich zu früh gefreut. Warum kann mir denn das Spiel nicht passieren eigentlich? Das ist ja doof, oder? Hä? Ich verstehe die Anzeige nicht. Manchmal verschwindet der Cursor. Was ist denn hier los? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Aber gut, heißen wir Xa. Auch nicht schlecht. Gibt's in diesem No More Heroes auch wieder ein tolles Otaku-Outfit zum Schluss hin? Bestimmt. Bestimmt. Na gut, hätten wir das auch. White Lover Bizarre Jelly 5 Video. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment.